Ein junger Weißstorch am Rande von Neuhof bei Fulda und das mitten im November. Doch leider etwas unbeweglich. Ein ausgestopfter Storch, der aus dem Nest gefallen ist. Jörg Burkhardt hätte gerne mehr von ihnen in Osthessen, lebend allerdings. Der ist leider umgekommen. Tragisch, aber sowas passiert. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir wieder einen neuen Storchennachwuchs bekommen. Und deswegen stellen wir auch diesen Nest auf. Dieses Nest allerdings bräuchte dringend eine neue Innenausstattung. Denn der anspruchsvolle Weißstorch fliegt sonst einfach weiter. Seit mehreren Jahren stellt der Verein für Naturkunde Osthessen in der storchenfreien Zeit neue Nistplätze auf und pflegt die alten. Deswegen müssen wir jetzt mit einem Hubsteiger oder sogar mit zwei Hubsteigern links und rechts beifahren und müssen neues Material in diesen Metallkorb einlegen. Und das ist ein gewisser Aufwand und das kostet eben was. Und das kann der Verein momentan nur schwer bezahlen. Hier in der Aue, direkt am Rande von Neuhof, haben sie dem ersten Storchenpaar ein Zuhause gegeben. Ideale Lebensbedingungen für die Weißstörche. Ruhe und vor allem alles flach. Auch da ist Adebar eben anspruchsvoll. Die Weißstörche nutzen unbedingt weite, breite Talauen für ihren Lebensraum. Da finden sie das, was sie brauchen. Frösche, Würmer, Heuschrecken, das ist das, was sie fressen. Und die sind auch so geprägt, dass sie in weiten Talauen leben. Seit Jahren zieht im Frühjahr ein Storchenpaar ein und zwar immer das Gleiche. Und scheint sich mit dem Nachwuchs sehr wohl zu fühlen. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir freuen uns. Seit etwa 8 Jahren ist er wieder hier in der Region. Der ist ja 1940 hier ausgestorben. Und Gott sei Dank ist er hessenweit oder deutschlandweit sogar im Aufwind, der Weißstorch. Und wir haben uns eben hier gedacht, in Osthessen, auch wir wollen Störche haben. Störche sollen ja Kinder bringen, aber Geld haben sie nicht im Gepäck. Deswegen bräuchte der Verein dringend eine Finanzspritze, um weiter arbeiten zu können. Man kann rechnen, dass so ein komplettes neues Nest, Mast, Nistkorb vielleicht 1.000, 2.000 Euro kostet, je nachdem, mit welchen Maschinen man arbeiten kann. Und das will eben alles bezahlt sein. Die Spenden reichen nicht aus, obwohl die Osthessen ihren Weißstorch offenbar sehr mögen. Es gibt viele Menschen bei uns hier in der Region, die sagen, auch wir wollen bei uns in der Gemeinde einen Storch haben. Und damit das klappt, versuchen wir eben in allen Gemeinden entsprechende Nester aufzustellen, damit sich die Menschen an dieser Tierart erfreuen können. Der Verein für Naturkunde im osthessischen Neuhof freut sich schon jetzt auf seine Stammgäste, die im Frühjahr nach ihrem Afrika-Urlaub hoffentlich hier wieder Station machen.